Wenn du einen Coversong hochlädst, gelten ganz spezielle Regeln. Mal abgesehen davon, dass du natürlich auch Coversong anklicken musst, ist es bei einem Coversong ganz wichtig, dass Texter und Texterinnen, Komponisten und Komponistinnen exakt die sind, die den Originalsong auch geschrieben haben. Und bei den meisten ist auch ein Musikverlag vorhanden und der Hauptmusikverlag, manchmal gibt es auch mehrere, muss hier eingetragen werden. Das ist absolute Pflicht. Jetzt gibt es aber natürlich da ein paar Sonderregeln, denn du darfst nur 1:1 Cover einfach so hochladen. Das heißt, du spielst die Originalmelodie nach, singst den Originaltext und das darfst du dann hochladen. Veränderst du den Track aber in irgendeiner Form, dann bist du verpflichtet, dir vom Urheber, der Urheberin oder dem Musikverlag eine Lizenz oder Genehmigung zu holen, sonst darfst du diesen Track nicht hochladen. Zu diesem Thema habe ich dir in das Video nochmal einen kleinen Artikel reingepackt, da kannst du das ganze Thema nochmal nachlesen.